Monate später. Und damit herzlich willkommen zurück zu Star Wars. Senatorin Organa ist eine Weile her. So eine Republik ist äußerst aufwendig. Die Jagd auf eine imperiale Flotte auch. Es wird noch aufwendiger, Commander. Ich habe eine Bitte. Einer unserer Generäle ist verschwunden. Die Spur führt nach Takodana, aber er meldet sich nicht mehr. Suchen Sie bitte noch Han Solo. Takodana, und wir sollen Han Solo suchen. Niemand geringeren als den Schmuggler und Freund. Hey, Mas. Gib mir noch ein paar Grenzlinge. Nein, erst wenn du den letzten Drink bezahlst. Komm schon, du weißt, du kriegst dein Geld. Von dir kriegt man in aller Regel gar nichts. Wo ist mein Wookie? Chewie arbeitet am Falken. Auf Yomark hat's den Langstreckenkommunikator erwischt. Solo, du bringst ihn überhaupt nicht mehr mit. Du machst ihn eben nervös. Ihr zwei habt doch irgendwas vor. Spuck es schon aus. Du weißt doch, alle Geschäfte laufen über mich. Ich treffe einen imperialen Verräter. Er sagt, er kann helfen, die Wookies auf Kashyyyk zu befreien. Kennst du ihn vielleicht? Ich schwöre, wenn du mir hier das Imperium in mein Schloss schleppst... Du weißt genau, ich hinterlasse keine Spuren. Komm schon, hilf mir doch. Hilf Chewie. Ich kenne diesen Mann nicht, aber es ist spät. Und meine Gäste hier werden immer... Danke, Mas. Ich schulde dir was. Du schuldest mir mehr als das, Han Solo. Und vergiss es ja nicht. So, jetzt sind wir hier in der Haut vom guten Han Solo und wir sollen Paldora irgendwie Informationen sammeln oder hin und her, was auch immer. Okay, schöne Bar, ist uns bekannt. Ihr seid der Republik egal. Und dem Imperium auch. Überlegt euch... Es gibt nur eine Seite. Eure Seite? Nein, die Republik! Ja, reden wir doch mal mit ihm hier, da kriegen wir vielleicht weitere Infos. Rowdy, schön, dich zu sehen. Hör zu mal, ich suche einen Freund, der heißt Paldora. Kennst du ihn? Nachdem du mich beim Zirka-Job hast hängen lassen? Vergiss es. Hat doch alles geklappt. Muss es wohl, denn du bist hier. Hau ab! Finde deinen Paldora allein. Ihr könnt über eure blöden Bärte reden. Er hat also einen Bart. Alles klar. Wir suchen also einen Mann mit Bart und haben wir die ersten Infos bekommen. Mensch, das ist richtig cool gemacht. Ja, und die Bar, die ist sicherlich bekannt den Star Wars-Kennern. Erinnert mich auch, also eigentlich ist es hier so ein bisschen ein Hin zur alten Cantina-Bar, die ihr vielleicht aus den ganz alten Star Wars-Teilen kennt. Mit der Cantina-Band, der Song ist ja weltberühmt, Star Wars-Fans werden genau wissen, was ich meine. Ja, und die Bars sind ja immer so ein bisschen zwielichtig, würde ich sagen. Ne? So in Star Wars sind die Bars immer so ein bisschen die Treffpunkte von Schmugglern, Dieben, Gangstern und anderen Personen. So ist das in Star Wars eben in den Bars. Mit Jabba the Hutt und wie sie alle heißen. Der Boba Fett, Kopfgeldjäger treffen sich hier auch. Der alte Boba, der alte Fett. Guck mal hier, so ein richtiger C-3PO-Verschnitt wieder. Er sollte mal zum Schönheitschirurgen. Ich finde auch so witzig, dass so viele... Ja, Außerirdische in Star Wars doch sehr stark den Menschen ähneln. So, da vorne geht's auch nicht weiter. Also, wir müssen jetzt entweder nach oben oder nach unten. Die seltensten Objekte verkauft sie da in der Galaxis. Wertvolle Erze, Waffen. Und hier kann man sich halt alles organisieren, was man so braucht. Ja, und die Barkeeperin Max ist auch bekannt. Ich find's nur ein bisschen schade, dass die Charaktere hier nur so ganz kurz immer so angeteased werden. War ja bei Luke Skywalker, Prinzessin Leia auch so. Komm, wir gehen erstmal nach unten. Immer erstmal nach unten gehen, um auch alles zu sehen, weil das Ziel meistens dann doch oben ist irgendwie. Aber vielleicht ist es auch oben, unten.
Boah, ey, das sieht da genauso aus wie im Film. Wer ist das denn da? Das ist doch... Hey, Mr. Paldora. Lange nicht mehr gesehen. Mein Wookiee-Freund hat gerade nach Ihnen gefragt. Sie verwechseln mich wohl höchstwahrscheinlich. Dieser unerträgliche Mann ist da oben. Nichts für ungut. 2000 Credits, sein letztes Angebot war alle. Die Preise schwanken eh. Deine Preise vielleicht. Der Markt ist in der ganzen Galaxie. So, wir gehen mal wieder hoch. Wollte die Jungs nicht unterbrechen, die schönen Dialoge hier. Sieht auf jeden Fall cool aus und ist auch sehr detailliert gemacht. Gucken wir uns hier oben mal genau jetzt um. Hier mit dem vorne können wir auch noch reden. Boah, sieht richtig schön hier aus, ey. Muss man einfach sagen. Sie sehen genauso aus wie ein Freund von mir, er heißt Aldora. Ach, Sie meinen den Idioten, der Marin Zane Gold säuft? Dieser Idiot kann sich Marin Zane Gold leisten? Muss schön sein, was? Mit dem bärtigen Mann sprechen, der im obersten Stock Marizane Gold trinkt, also im obersten Stock. Weil das ist doch... Geht's hier noch irgendwie nach weiter und nach oben? Ist ja das hier vielleicht? Das könnte doch sein. Oder? Han Solo, imperialer Spezialist Ralsius Paldora. Freut mich, Sie endlich kennenlernen zu dürfen. Geht das nicht auch leiser? Oh, klar, klar. Wir treffen uns schließlich inkognito. Ich wette, Sie wollen wissen, wieso ich abtrünnig wurde, oder? Los, wir müssen Sie jetzt hier rausbringen. Dann gehen wir mal. Na, komm mal mit. Könnte Ärger geben unterwegs. Ich habe die gewünschte Information natürlich nicht dabei, sondern in zwei Datenwürfeln im Wald. Zur Sicherheit. Das meinen Sie jetzt nicht im Ernst? Im ersten sind imperiale Frachten. Betankungsstellen, versteckte Waffen. Die Republik bekommt das alles für sicheres Geleit und Asyl. Und Ihre Geheiminfos von Kashyyyk? Sind woanders versteckt. Ich habe wirklich alles, was Sie für die Befreiung der Wookies brauchen. Ja, das ist der Planet von denen. Sagen Sie mir, woher die Infos stammen. Imperiale Offiziere reden. Marsch. Nein, nie gehört. Er ist ziemlich heftig. Der redet so leise, ne? Man versteht ihn kaum, weil die Musik hier drin so laut ist. Weil die manchmal in diesen Gesprächen auch schon... Oh. Ja, aber nicht solo, sondern mit dem Jungen zusammen. Alle meisten Statistiker werden von abgehenden Kollegen getötet. Oh je. Ein Freund von dir? Ich nehme an, das ist deine Schuld? Ja, wie üblich. Was ist meine oberste Regel, Solo? Nicht kämpfen. Komm jetzt. Wir müssen weg. Der erste Datenwürfel ist bei einem Generator vor uns. Glaube ich, jedenfalls. Konnten Sie die Infos wirklich nicht mitbringen? Ist das so? Ich bin jetzt Geheimagent. Ich habe die Infos nicht dabei, weil die Kantina voller... naja, Schurken ist. Schnappen wir uns die Daten und dann ab zum Falken. Schnappen wir uns die Daten und dann ab... ja, genau, gehen wir mal. Ich muss jetzt mal meine Kopfhörer waren wieder falsch rum auf. Bin da das links-rechts vertauscht. Was ist da nur los? So, Sturmtruppen. Leise. Wir müssen sie ausschalten. Nein, nein. Sie müssen das. Mein Blaster ist nur Show. Ich kann gar nicht schießen. Ha. Na toll. Meine besten Kumpanen hier aller Zeiten. Was hat denn der Gute für Specials? Das war knapp. Was ist das? Eine Pumpe? Energieversorgung? Hier ist niemand. Gebiet sicher. Ich
habe kein Ziel. Melde keinen Kontakt. Shit. Ja, flott. Okay, können wir mal die Sachen probieren hier. Das müsste ihre Aufmerksamkeit erregen. Ach so, damit kann man die ablenken. Ach, schön. Das ist ja cool. Komm schon. Das ist der Supersprint von ihm. Wow. Ja, ich muss jetzt mal reinkommen hier, was der alles hat, ne? Kennt ihr ja? Okay, da macht er mal ein Schnellfeuer. Okay, das wollte ich gerne auch nochmal probieren hier. Boah, der ist auf jeden Fall hart, das Gerät hier, mit dem er schießt. Prozent haben Sturmtruppen? Glaube ich nicht. Dafür schießen die viel zu oft daneben in den Filmen. Zack. Oh, das macht so viel Spaß. Setze Wachgeschütze ein. Sehr gut, Han Solo. Der Dachwürfel ist hier. Und was ich mich auch frage, warum haben die eigentlich so kleine Untertitel? Also, wenn man ihn jetzt schon schlecht versteht, wären große Untertitel dann ganz cool. Ha, hier ist nichts. Na toll, läuft ja. Weil das mit der Sprengung will ich gerne auch nochmal ausprobieren. Mal gucken, was es hier so gibt. Hab ihn. Die Infos auf diesem Datenwürfel werden Ihren Freunden in der Republik helfen. Okay, das könnte interessant werden. Probiere ich mal Folgendes. Wurms. Wo ist die Kaschik-Information? Es ist eines hübschen Schreins hier im Wald. Vorwärts! Den hübschen Schrein erreichen. Mit diesem Heinzi hier. Aber ein Solo mag ich. Sein, wenn sie so viele Truppler auf sie hetzen. Dem Imperium geht schlechter als alle denken. Und es hat Angst, dass die Republik es erfährt. Die Flotte verbraucht auf der Flucht vor ihren Angriffen mehr Treibstoff, als sie nachliefern kann. Einer von 148 imperialen Offizieren ergibt sich und will Asyl. Wir haben 3,4% weniger Sternenjäger. Schön und gut, aber was ist mit Kaschik? Sind Sie sicher, dass Ihre Infos den Wookies helfen? Sie bringen sie auf den Planeten. Was hat die Republik denn vor? Nicht viel, aber ich und Chewie schließen die Arbeitslager auch allein, wenn es sein muss. Ah ja, der große Chewbacca. Ich freue mich schon auf ihn. Ja. Sie wirken besorgt. Etwa weil Mars wütend auf sie ist, sie wird ihn bestimmt bald verzeihen. Da kennen Sie Mars aber schlecht. Wollte ich auch mal machen. Pan, wir müssen den Schrein finden. Klar zum Gefecht! Oh. Pan, ich nenne sie jetzt weiter. Zum Schrein? Geht's hier rein oder so? Wäre ein super geheim Versteck. Aber hier. Cool. Wo sind wir denn hier gelandet? So. Die Wookies befreien sich nicht von alleine, wissen Sie? Oh, mal das zu treffen. Na, dann können wir wieder hier lang zurück, ne? Wäre nur ein anderer Weg gewesen. Ich finde das, die Grafik schon extremst geil, auch wie sie es hier designt haben. Alles sieht schon sehr cool aus. Na komm, wo bist du denn, kleines Küken? Irgendwo treibst du dich doch hier. Wo? Irgendwo bist du? Sie schreien hier im Wald. Feinde nähern sich! Feuerbündel! Das war eine schlimme Geschichte. Es ist erstaunlich, wie viele Sturmtruppen in diesem Spiel weiblich sind. In Sicherheit. Und die auch ausschalten. Okay, dann gehe ich jetzt mal
wenn der da hinten bleiben will, ein bisschen weiter. Guck mal, mich so ein bisschen um. Spielt zu viel Assassin's Creed. Da hat man irgendwie immer einen Weg, es im Notfall schleichend zu lösen. Hat man hier wahrscheinlich auch. Falsche Richtung. Na dann halt hier lang. Was haben wir denn da oben? Ja, gut gemacht, mein neuer Freund. Schwerer Schütze voraus, Mr. Solo. Okay, dann mache ich mal was Kleines hier. Probiere ich mal aus gerade. Alles eine Frage des Timings. Boom. Das hat er einfach überlebt. Super Schuss, ganz wunderbar. Klatsch. Da gab's Klatschen. Oh, von hinten. Was für ein Scheiße! Was verzeiht ihn ganz richtig? Für den Imperator, Mensch. Das glauben doch nicht mal mehr die imperialen Truppen. Wirklich gern bei der Arbeit zu. Also, wo habe ich denn nur diese Wookiee-Infos gelassen? Ich finde sie. Schön ist es hier. Mal gucken. Entschuldigung, ich müsste da mal ran. Ja, also, wenn er mich nicht vorbeilässt, jetzt hänge ich hier irgendwie fest, okay. Gefunden. Na perfekt, das war ja schnell. Da kommt Verstärkung. Runter. Geh runter. Was ist das? Ne, da ist noch mehr unterwegs, oder? Ah, da bist du. Ja, dann kommen sie auf den Wookiee-Planeten. Und jetzt zu ihrem berühmten Falken. Der Millennium-Falken. Ja. Im Durchschnitt kennen 2,2 von 300 imperialen Truppen den rasenden, Millennium-Falken. Nur 2,2? Was der nicht alles weiß. Der Statistiker. Hier werden bestimmt noch weitere lauern. Nicht zum Schiff gehen? Hi. Kommt sie dein Köpfchen nicht ein? Geht doch. Boah, der ist aber weit weg. Ja, ja. Hier ist kein Hahn. Hier ist nur ein Chicken. Chicken. Nicht Falke. War da nicht nur eine? Also ich mag Han Solo ja wirklich. Kann er ja wirklich mal in die Kommentare schreiben. Was ist euer Lieblingscharakter? In Star Wars? Star Wars. Oh fuck. Hey, Chewbacca! Was soll ich tun? Halt den Mund und lauf, Kumpel! Ich halte sie auf. Mach du den Falken startbereit. Sie auf Distanz halten. Ich halte ihn jetzt von allen Seiten an. Das ist natürlich ein bisschen unangenehm. Kommt noch Verstärkung. Alter, ich treffe nichts gerade. Boah, der kommt ganz knapp. Verdammt. Boah, das tat weh. Wie lustig die Waffe hier drin verschwinden können. Guck mal. Hey, cool. Mein Arm ist komplett in diesem Container. Boah. Ja, das hat sich ja voll gelohnt. Aber den hier gerade.
Ah, knapp zu früh. Alter Schwede, ich muss mich konzentrieren wieder mal. Das war glücklich und hier. Das ist der Officer. Offizier. Ich glaube, das war's. Ah, ne, da kommen sie noch. Hey, hey. Vielleicht wird's heute doch nicht so schlimm. General Solo, hier spricht Eisenberg Jung. Bereit zur Hilfe. Mann, bin ich froh, Sie zu sehen. Was führt Sie hierher, Commander? Sie, General. Senatorin Organa schickt uns. Ich nehm's zurück, Joey. Schlimmer kann's überhaupt nicht mehr werden. Ach, der Chewie. Ah, das ist schon cool, ich mag Han Solo. Aber da kommen ein paar alte Freunde in den Teichjäger. Wäre zu schön, wenn sie einmal nicht kämpfen würden. Ha, wo bliebe da der Spaß, General? Okay, dann wollen wir doch mal in der nächsten Folge hier in den Millennium Falcon springen und sehen uns dann wieder. The Empire's time has come. This is not our mission. Commander, stand down! You take orders from me!